But that's the fox say. Ring ding 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 ding. Ring ding 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 ding. Ring ding 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 ding. What does the fox say? Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. So, und da sind wir wieder mit dem Hühnchen. Gerechtigkeitsschwert! Nein, du tötest es nicht. Nein. Vielleicht wird es irgendwann nochmal nützlich. Als was? Papa, irgendwie werden es immer weniger. Make love. Not war. So, jetzt bist du wieder in deinem neuen Gehege. Genau. In deinem neuen Gehege, verstehst du? Gehege. Warten, du Hüller! Das war jetzt schon wieder gemein. Das war gar nicht gemein. Doch, es war gemein. Meinst du eigentlich, dass dein, ja, von wegen. Irgendjemand schreibt jetzt einen neuen Screenshot der DK-Gedächtnisstein. Von wegen. Das ist was Neues. Was meinst du eigentlich, dass dein, Let's Play, ich meine, ja. Die Leute, es gibt hervorragendes Feedback, die Leute mögen das. Ey, die Alte nervt so. Erzähl bitte weiter. Ich weiß meinst nicht. Du das? Also wir haben jetzt so, du hast jetzt so, nach 2-3 Tagen hast du so 2-3.000 Viewer pro Ausgabe. Dann, wie es eine Woche ist, können wir noch nicht sagen, weil wir noch ganz am Anfang sind. Aber 4.000 schaffst du vielleicht dann auch irgendwann. Was meinst du, wo das hingeht? Meinst du, dass du dich über längeren Zeitraum mit deiner guten Arbeit hier auch für höhere Aufgaben empfehlen kannst? Also meinst du, dass da noch mehr Viewer dazukommen? Oder machst du da gar keine Gedanken drüber? Oder was meinst du, wenn wir richtig groß mit dir, kriegen wir richtig Fame und so? Also richtig groß ist, glaube ich, heutzutage echt schwer. Also da muss... Stapler. Hä? Nix. Ich hoffe es natürlich. Also mich würde das freuen, wenn das Ganze... noch ein bisschen weitergeht. Wie du nicht einen Satz sprechen kannst, ohne so zu machen. Ja, du weißt, was ich meine. Wenn das Ganze weitergehen würde und auch die Zahlen vielleicht noch ein bisschen mehr in die Höhe steigen, musst du natürlich ein bisschen Glück haben, dass du von irgendwelchen Menschen entdeckt wirst, die so sich zwar auch schon Minecraft-Let's Plays angucken, aber... Du meinst, der Markt ist dicht, wir haben keine Chance, ja? So würde ich es nicht sagen. Ich glaube schon, dass du gibst also auf quasi schon? Nein. Doch. Wer mich kennt, der weiß, ich gebe nie auf. Never give up, ja, gut, Alter. Aber John Cena, what the Warum fuck, Alter? Warum machst du da Matsch drumrum? Zum Knasen, Alter! Was? Warte schon mal! Du kannst einfach überhaupt nichts, es tut mir leid. Du brauchst deine Zeit. Und gleich sagst du, Alter, hey, André, du bist Held des Jahrhunderts. Held des Jahrhunderts. Ja, das sag ich bestimmt. Du bist so Master. Ey, kann ich bitte bei dir anlernen? Irgendwie sowas wirst du gleich sagen. Ja, meinst du? Vielleicht. Oh Mann. Du weißt, er sagt jetzt, oh. Das hätte ich gerne als Großaufnahme. Warte, kannst du das bitte nochmal machen? Nee, warte, ich weiß warte. Nicht. Jetzt bitte noch einmal. Nee, das kann man. Mach einfach mal. Nee, das sah gerade behinderter aus. Ja, ich... Was denn? Ja, du... Das geht nicht in meinen Kopf rein. Gnäsen? Ja. Kannst du abwarten. Das sieht so pornös aus. Ja, So. Und jetzt? Matsch, liebe Community. Hashtag Matschepape. Du weißt, du nicht abwarten kannst, ne? Jetzt machst du den Matsch wieder weg? Das geht nur darum, um das Dach dahin zu bauen. Wie, das hält sonst nicht, oder was? Nee, sonst kann ich die Treppe nicht so bauen, wie ich sie ganz gern hätte. Aha. Warum ist da Matsch? Ach, damit du drauf kommst, alles klar. Ja. So, und jetzt? Jetzt machst du wahrscheinlich wieder Bretter mit anderer Farbe. Nee, doch nicht. Aber das hätte so zu dir gepasst. Nein, nein, nein. Oh, fuck, das war falsch. Ja, klar. Ja, klar! Ja, klar. Ja, Junge, das war's. Matschepape. Das war's. Matschepape. Bin ich nicht. Doch. Du bist Matschepape. Wie kann ich der Matschepape sein? Ja. Ich bin ja Krömer. Außerdem spielt das ja gar nicht, von daher kann ich gar nicht Matschepape sein. Du bist Stinkepiet. Stinkepiet? Du bist Stinkepiet. Ich bin Stinkepiet, macht doch gar keinen Sinn, Pape. Ja. Du bist Matschepape. Und du Stinkepiet. Matschepape und Stinkepiet. Und Tiertöter bist du auch. Tierquäler und Töter, du drückst die immer in die Ecken rein, damit die da verhungern. Und weißt du, wer Stinkepiet ist? Du? Du machst jetzt wieder Matsch?
Matschepape. Ja, bin ich gerne. Matschepape, schalalalalala. Riecht nach Kohl und auch nach Pups. Das stimmt nicht. Papa, jetzt, ne? Du pennst die ganze Zeit, jetzt machen wir was Vernünftiges hier. So, okay. Jetzt mal wieder ernst. Genau. Ich habe jetzt ja oben, man kann es ja schon riechen, sehen, was es ungefähr werden soll. Das heißt, da pausiere ich jetzt auch mal kurz. Warum? Ja, weil die Leute immer sagen, ein bisschen Abwechslung muss sein. So, und ich habe jetzt. Dann gib noch einen Comment, nachdem ich das Bild gepostet habe. Der Manuel schreibt, ein Freudenhaus wäre super, so mitten im Wald. Naja, und bei eventuellen Vorlieben sind ja die Tiere ganz in der Nähe. Das finde ich, hat er sehr gut zusammengefasst. Oh, Papa, das ist so eklig. Benimm dich bitte. Ich habe nicht gerülpst. Nein, hast du nicht. Habe ich mir nur eingebildet. Ist okay. Richtig. So, Sand wollte ich noch brennen. Und ich brauche schon wieder Holz eben. Holz, Holz, Holz. Nicht, dass du auch Crystal Meth brennst, ne? So wie bei Breaking Bad, ne? Da machen wir. Es gibt einen ersten Comment auf mein Let's Play von heute. Die geheimnisvolle Kröte. Der Hans Martin schreibt, Krümmer in Space. Hat er wirklich geschrieben? Hat er wirklich geschrieben. Jetzt ohne Scheiß? Ja, ohne Scheiß. Und jetzt auch ohne, dass du flunkerst. Krümmer in Space. So, jetzt guck mal hier. Hier fehlt keine Treppe. Du mal zurück, mach mal langsam. Ich meine, wenn du jedes Mal mit 80 Stunden wieder hochrennst, siehst du das auch nicht. Ich sag, das ist ein Zweier. Mach mal. Warte. Okay, das ist doch nicht. Ich habe mich verguckt. Achso. Warum ist da so viel Matsche oben bei dir? Matsche Pape? Das wird noch wichtig. Oh, jetzt macht er Fenster rein. Ist das nice, Pape? Sensational! Das wird noch wichtig, der Matsch. Aber wie gesagt, ich lasse hier mal kurz Butter bei die Fische. Ja? Wenn du jetzt wieder Tiere tötest, nein! Ne? Nein! Mann, ey! Warum? Warum? So, ich habe 3 Eier. Mach Liebe mit den Hühnern. 3 Eier. Ja! Ja! Rüdiger ist wieder da. Ich würde so gern so ein kleines Huhnstofftier haben. Das wäre ein Träumchen, würdest du sagen. Gibt's doch bestimmt noch von. Na, Schaf ist immer noch da. Oh, der verhungert, der Kleine ist da in der Ecke eingesperrt. Nur weil du nicht richtig bauen kannst. Ey Leute, das Ding muss sterben, ne? Nein, lass es! Oh, das ist aber jetzt ein schöner Kuhstall. Was machst du jetzt? Liebe! Gleich tötest du die doch, ich kenn dich. Stimmt. Oh nein, wofür brauchst du die? Zum Essen? Fleisch! Oh Papa, die haben dir noch nichts getan. Ihr Lieben, ihr wisst, was euer Hashtag ist. Euer Hashtag ist Stop Killing Animals. At Papa HSV. Stop Killing Animals. Ich hab Level 30. Ich bin so der Held. Und nun? Oh, Papa, auf damit. Mit diesen Bewegungen wird mir kotzübel. Lachen dich auch noch so dreckig. Fand ich jetzt witzig. Geh mal ein bisschen zurück. Ich möchte das Ganze mal von Weitem sehen, wie das von Weitem aussieht. Oh, das ist aber schick, Papa. Das ist aber schick, dein Häuschen mittlerweile. Alter Schwede, da hast du aber richtig einen rausgehauen jetzt, Pave. Ja, der nächste Stockwerk kannst du noch einen weitermachen, über den Dingsstall auch noch. Ne? Das nächste dann irgendwann. Ja, irgendwann kann man hier das doch. Das ist richtig, richtig klasse, Pave. Hut ab. Fetten Respekt von Kruminski von der Seite. Thank you so much. Also, und ich gehe jetzt ein bisschen. Lass mich raten, in die Höhle, wo du stirbst und schreist. Nein, und weinst. Nein, ich gehe noch nicht direkt in die Höhle. Du hast die Kühe nicht getötet, das finde ich super. Ja, wo kommt die Kuh denn jetzt her? Die leben hier. Die leben hier? Warum tötest du die nicht mal statt immer deine eigenen? Nur ja, weil Spaß macht. Papa, sonst geh doch mal durchs Netherportal. Ja, aber ich kann da echt noch nicht viel zeigen. Ja, aber was musst du denn noch können, damit du da rein kannst? Eigentlich, ich kann da rein, theoretisch kann ich da rein. Du hast doch fast die beste Rüstung. Du fehlst nur noch Diamantenteile und dann hast du alles, oder nicht? Oder was soll da noch besser werden? Geht da noch eine Stufe höher als Diamant von der Ausrüstung? Hä, wieso? Das alles muss noch Diamant werden. Ja, aber da ist ja, bringt das denn so viel Boni noch neben dem Stahl? Da fehlt doch nicht mehr viel, da fehlen doch nur noch 2 Nippel. Du musst den Nippel durch die Lasche ziehen. Papa, tut mir leid, dass du sagen musst, aber ich glaube, du bist einfach nur ein Feigling und willst da nicht rein. Soll ich? Okay, ich lasse dich jetzt entscheiden, ob ich in Nether gehe oder nicht. Mein Let's Play. Mein Ziel wäre jetzt. Weißt du, das Problem ist, dann bin ich wieder schuld, wenn du stirbst. Irgendwie, das sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich hier die Schuld wieder aufnehme. Please, hör mir zu. Ja, ich höre dir zu. Mein Ziel ist es, erstmal noch vielleicht eine neue Karte zu machen. Und dafür brauche ich darauf, wo ich jetzt hinschwimme, und zwar Zuckerrohr. Könntest du jetzt auf deine Karte gucken und sehen, wo dein Haus ist von da aus? Oder wärst du schon wieder aus dem Können Bild? Wir ja gleich mal testen. Testen wir. Also du machst jetzt noch eine zweite Karte in der Hoffnung, dass sie besser ist, dass sie größer ja, ist. Ja, das, ich hoffe. Okay, bin ich dabei. Ich bin dabei, Papa. Ich bin bei dir. Ist das Zuckerrohr? Das ist Zuckerrohr. Hallo, Zuckerrohr. Kannst du das nicht auch pflanzen bei dir? Das kann ich auch pflanzen. Pflanz es doch vielleicht.
Mache ich auch. Da hinten ist nämlich nochmal Zuckerrohr. Zuckerrohr. Insgesamt, mit Doppel-G geschrieben, ne? Ja, insgesamt Zucker. Brauche ich 9 Zuckerrohr für eine Karte. Und, ach, scheiße, und ein Kompass. Aber ein Kompass kann ich machen. Kannst du machen. Ich habe ja noch Redstone. Und du das hier, Redstone. Das da, benutze ich gleich, um... Zuckerrohr zu bauen? Um das bei mir selbst anzubauen. Alles klar. Weil Zuckerrohr muss man, Zuckerrohr muss man haben. Dann nehme ich mal einmal Sand hier noch eben mit. Brauche ich nämlich auch gleich. Alter, mein Haus. Heute ist Mittwoch, das heißt, wir haben nur noch 2 Tage Tittenbilder. Da müssen wir anders an unsere Viewer kommen, ne? Hilft ja nichts. Dann ist die Testphase vorbei. Ja, ist die Testphase leider vorbei. Und vielleicht bleiben die Leute ja trotzdem bei uns. Geil war übrigens gestern Comments, came for tits, stayed for Pape. Hab ich gesehen. Großartig, der hat auch ganz viel Likes. Das sieht echt toll aus, Pape, dein Haus. Ganz, ganz toll. Thank you so much. Weißt du, was ich glaube ich auch mal mache? Ah, den Baum hier gleich irgendwie mal abholzen. Damit du bessere Sicht drauf hast, ja. Finde ich gut. Und wann ist der Tower oder dein Aussichtsturm oder Plattform? Oder ja, so? Vielleicht heute noch. Vielleicht erst in der nächsten. Ja, wir haben ja noch 10 Minuten. Nicht da, Gesamtform so. Für die Folge, Mann. Oh, da guckt er wieder auf die Uhr, der Pfosten. Ey. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Pape. Das darfst du nicht immer sagen, weil das auch kriminell ist. Hm. Ich hätte auch mal wieder Bock, dass du in die Höhle gehst, in den Schicksalsberg und wieder ein bisschen... Obwohl, meinst du, da ist noch mehr Diamant? In der Schlucht 100%. Da musst du nur finden, ne? Die Schlucht, weiß ich, wo die ist. Aber die Diamanten auch, meine ich. Die muss ich finden. Guck mal, es wird jetzt dunkel. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten und du darfst wirklich entscheiden. Oder wir werfen eine Münze. Neta? Aber mach doch einfach, was du willst. Ja, ich hab... Entscheiden, weil dann heißt wieder... Ich hab Bock auf den Nether. Ich hab aber auch Bock wieder in die Höhle. Dann mach doch, was du willst. Es nützt alles nichts. Du darfst aber entscheiden, Kopf Neta oder Zahl Neta? Zahl Neta. Zahl Neta. Dann werde ich mich wieder schuld wetten, liebe Community. Wetten, ich kriege wieder die Schuld davor. Wir gehen in den Nether! Und dann checken wir mal ein bisschen die Lage im Nether, Alter. Er wird sterben. Das ist eine Lüge. Und ich hab's dir gesagt, dass du sterben wirst. Ich hab gesagt, Papa, geh nicht in den Nether. Das ist. Ach das so. Ist too much für dich. Bitte tu alles, was du nicht brauchst, in die Kiste. Ja. Sonst wird es gleich im Nether liegen. Was mache ich? Ich mach grad Zucker, ich bin so dumm. Oh Gott. Fuck! Oh, scheiße. Das war dumm. Nein. Ich hätte, weißt du, ich hätte einfach nur so machen müssen. Hätte ich Papier. Ja. Dann muss ich jetzt ein bisschen warten. Pflanz doch einfach an. Dann mach ich gleich. Aber ich packe erstmal alles weg, was ich nicht brauche. Dann pflanze ich es kurz an, dann gehe ich in den Nether und dann... Tanzt du. Tanze ich aber richtig, ey. Okay, warte mal. Weil Karte brauche ich erstmal nicht. Fleisch nehme ich vorsichtshalber mit. Das Zeug hier brauche ich auf jeden Fall. Davon kann ich diesmal echt nicht genug haben. Warte mal, kann ich mir... Ich habe einen Flint. Der Dennis... Körner. Schreibt, nee, der Dennis Wiki schreibt unter das Bild von dir, das ist wieder so typisch, typischer Internetkommentar, mega Spoiler, anhand des Levels ist zu sehen, dass Pape die Höhle der letzten Folge, in Klammer wahrscheinlich unversehrt verlassen hat. Smiley nach unten. Echt, haben wir voll gespoilert, Pape. Ne? Wir sind Spoiler. Allerletzte. Wir sind richtig. Übrigens, Joachim K. schreibt, war gut, fick nicht das Kinderbett von Ikea. Ganz schlau auch, ne? Ist ja nicht so, dass wir das 800 Mal schon gesagt hätten hier, ne? Tja. Ich muss noch einmal kurz einen Baum wegholzen. Sherlock. Ja. Alter, die Musik auf meinem Ohr ist heute extrem laut, ey. Ja, das ist so wie immer. Wir haben ja nichts verändert, Pape. Nee, nee. Ich hab mich auch noch eins. Du hast deinen Kopfhörer einfach heute extrem laut eingestellt. Nein, hab ich nicht. Ich hab nichts verändert. So, dann warten wir mal, bis das, ne? Wie, ne? Ja, bis das fertig ist. Gut. So, und jetzt hau ich mal eben alles zu. Pape, ich merke gerade, dass ich ziemlich viel Hunger hab. Ernsthaft? Ja. Und das ist doch keine Lüge. Nee. Also super, so richtig wirklich jetzt. So richtig. Krass, ey. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. So weit sollte es nie kommen. So ein typischer Krimi-Sendungsspruch. Aber es sollte nicht so weit kommen. Aber ich habe sie mit ihm gesehen und muss ihn töten. Ich habe gestern Navy CIS geguckt. Sorry. Okay, hieraus mache ich mir jetzt noch Stickies.
Ab in die Höhle, Pappe, gegen die Höhle. Will ich doch. Okay. Aber ich will mir auch... Mal gucken, wie viele Teile es eigentlich ist hier. Berichte, ey. Das ist wichtig. Wir sind im 5. schon für heute. Können wir noch einen 6. machen, Pap? Und dann können wir essen gehen, weil sonst sterbe ich, glaube ich. Schließe? Ich glaube, den stirbst du. Das ist schon der 5. Teil, den wir kombiniert haben. Nee, Moment mal, das ist schon der 6. Pape. Wir haben schon 5, das ist der 6. Und nach 5 Minuten geht der. Dann können wir noch einen machen und dann essen. Ich muss ja heute Abend auch noch die neuen Teile hochladen. Ich habe noch immer keine Zeit für gehabt. Ich muss heute Steuer und so eine Scheiße machen. Hast du mich schön stehen gelassen, ey. Ja, du hast einen stehen gelassen in meinem Auto, ey. Hab ich nicht. Hast du doch, ständig. Das ist doch super, Pape. Dann kann ich mich heute Abend noch, ich muss ja die neuen Teile ready machen und hochladen, damit ihr, liebe Community, nämlich auch die nächsten Teile morgen habt. Ich bin echt ein Arbeitstier, Hoppala. Ne? Ich bin echt stolz auf mich. Du auch, Pape? Ich bin super stolz auf dich. Wusste ich. Du findest mich auch ziemlich geil, glaube ich, eigentlich. Ziemlich. Du schaust ziemlich zu mir auf. Weil ich auch größer bin als du. Also nicht nur in real. Warum machst du das nicht? Die sollte da gar nicht hin. Wolltest du sie essen, oder was? Nein! Papa, wenn du jetzt nicht wieder hin machst, kommen wir heute nach Zombies. What the fuck? Warum? Nein, Papa, tu das nicht! Nein! Wie kommt es da hin? Papa. Ich weiß es noch nicht. Ich versuche es zu retten, okay? Ja, bitte. Wenn der tötet es trotzdem. Nein, ich muss schnell gucken, ob ich hier noch. Ich hab. Mir wird schon wieder schlecht bei der Bewegung. Ich trinke meinen Mast und guck weg. Ich werde es jetzt retten. Wenn es da oben noch ist. Aber das eine ist auch mit ganz dreist. Oh, Papa, ist nein! Jetzt! Und hoffentlich hat er das rein. 3 Eier! Schade. Hast du gut gemacht, aber wie ist das überhaupt da runtergekommen? Und warum nicht der Stroh in der Ecke? Stroh? Stroh. Oh. Er kennt es halt nicht mal. Stroh. So, warte mal, ich brauche 3 Minuten noch, Papa. Brauche ich da unten eine Axt? Ich glaube nicht, ne? Aber ich kann mir aus dem Flint, was ich noch hab, und aus Flammenwerfer bauen. Kies, was ich noch hab, in der Hoffnung, das wird was, Pfeile machen. Eine Nagelfeile? Super witzig. War ja klar, dass du gleich wieder frech und fies werden musst. Guck's dir an, Alter, ich bin Magic, Alter. Was bist du? Warum machst du das? Hä? Warum tust du das? Weil ich Flint brauch. Wieso brauchst du Holz an die Wand? Stein an die Wand? Und es verschwindet, Junge! Das ist dir wohl noch gar nicht aufgefallen. Scheiße, ich krieg kein verkacktes Flint, ey! Flintfarm ist auch so das anstrengendste der Welt. Das ist Zufallsprinzip. Ich weiß nicht, wie oft Flint droppt. Ja, voll Rampage geht. Ja, das ist auch... Scheiße, jetzt habe ich einen neuen Flint, ey. Es ist doch. Das ist doch toll, dass du einen neuen Flint hast. Ja, mehr Pfeile habe ich auch nicht. Das heißt, ich brauche doch nur den einen. Ich wollte kurz ein bisschen durchdrehen. Was machst du mit dem einen Flint und dem Pfeil? Und du baust neue Pfeile damit, oder was? Sigi. Mit Flint? Du brauchst Feuerstein für die Spitze, ne? Ich habe 11 Pfeile, ey. Damit komme ich im Nether bestimmt richtig weit. Ja, dann lauf halt nicht so weit im Nether. Du läufst sowieso. Aber leuchte das aus. Du wirst sonst sterben. Moonwalking, yeah! Was? Du wirst irgendwann sterben, wenn du das nicht vernünftig ausleuchtest. Hör auf damit, man wird schlecht davon. So fies. Eine Minute hast du noch, ihr Lieben. Ich glaube, das werden wir. Papes Nähte-Aktivitäten werden wir nicht mehr so richtig mitkriegen. Leck. So, eine Minute hast du noch, um die Leute geil zu machen, auf die nächste Folge weiter einzuschalten bei Papes Nähte-Abenteuern. Er stirbt sowieso als erstes, weil er aus Versehen in die Lava fällt oder so. Nee, das wäre echt uncool. Aber wir haben schon mal eine Festung, das ist schon mal ziemlich nice. Ich muss. Was hast du jetzt gerade weggemacht und warum? Das ist jetzt Netherstein. Ah ja, und den brauchst du? Nö. Warum nimmst du den dann mit? Weil ich da kurz einmal um die Ecke luschern wollte.
Außerdem ist das hier gutes Baumaterial. Muss ich nicht meinen guten Stein verwenden. Aha. Ihr Lieben, die Folge läuft leider langsam aus. Morgen geht's weiter mit Papis Neta-Abenteuern. Bleibt dran. Ja, aber ich habe schon eine Festung, Leute. Das ist ein absolutes Highlight. Ja, gut, dann bis morgen. Ja, vielen Dank, dass ihr heute wieder mal zugeguckt habt bei diesem Minecraft-Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie es in der nächsten Folge weitergeht, seht ihr morgen. Und falls ihr mehr Interesse habt, auch andere Videos von uns zu gucken, schaut doch einfach mal hier bei unserem Hearthstone-Projekt rein oder hier bei Krömers Starbound-Let's Play. Und wenn euch das so gut gefällt, dann gebt uns doch einfach auch mal euer Abo, indem ihr hier klickt. Also, wir sehen uns morgen wieder. Ich bin euer Pavel. Ciao.